MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir machen weiter bei der Clubtour und jetzt steht das Bayern-München-Gameplay an. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen was verändert. Wir werden das so machen. Die erste Hälfte spielen wir so, wie ihr das jetzt hier seht, mit Müller auf der 10. Zweite Hälfte wird auf die 10 der Götze kommen und auf die Linksverteidigerposition der Bernard. Den habe ich nochmal schnell für euch gekauft, für 180.000 oder so. Und ja, wir wollen jetzt ein Spielchen machen und gucken mal, wie das mit den Bayern läuft. Danach steht ja nur noch der, wie will man es nennen, der Best-of-Squad-Builder von der Bundesliga an. Und dann natürlich noch das Gameplay von dem Best-of-Builder. Und ja, da wollen wir mal gucken, was da so bei rumkommt. Jetzt wollen wir uns erstmal hier einen Gegner suchen und dann schauen wir mal. Ich muss dann eh mal gucken, wie wir den Squad-Builder machen für die... gut, dann müssen wir Weiß nehmen, wenn er auf seinem Blauen besteht. Wir spielen hier gegen 84er Rating und Premier League. Sturridge, Lukaku, Mata, Willian, Hazard, Ramirez, Vertonghen, Cahill, Zabaleta, Clichy und Cech. Alles klar. Sieht ganz sexy aus. Sollte sich ordentlich spielen lassen. Schauen wir mal. So. Jetzt soll es erstmal nicht um das mit dem Best-of gehen. Jetzt wollen wir hier das Ding shippen. Das letzte richtige Spiel in der Bundesliga-Club-Tour. Mit den lieben Herren von Bayern München. Franck Ribéry nimmt doch mal hier seinen Freund, den David, mit. Die sind ja auch im echten Leben, glaube ich, befreundet, ne? Oh mein Gott, was macht ihr da hinten in der Verteidigung? Manuel, Gott sei Dank bist du ein mitspielender Torhüter. Da rennt die ganze Verteidigung komplett planlos raus. Ich weiß nur nicht, warum. Da will er doch schon wieder loppen hier, oder? Hier ein bisschen mit Lukaku hat er sich zurückgezogen. Lukaku immer noch. Sturridge, kommt der Müller. Aus dem ZOM kommt er bis nach vorne. Lewandowski. Ein Roulette nach dem anderen. Lewandowski bleibt am Ball. Jetzt der Berber-Spin in die Mitte, Lewandowski. Ist ja der Hammer hier. Robert Lewandowski tankt sich dadurch die Abwehr durch. Und dann natürlich der wichtige Berber-Spin im 16er, sodass wir dann frei vorm Tor stehen. Sehr wichtig gewesen. Hier, da tankt er sich gut durch. Und dann musste man natürlich den Berber rausholen. Macht er super. Und dann der Abschluss ins lange Eck. Flach ist drinne. 1:0 hier für die Jungs aus München. So. Eden Hazard. Stellen wir so ein bisschen die Anspielstation zu. Gut, hier draußen haben wir einen Fips. Genau, der regelt das nämlich auch. Robben hilft da noch ein bisschen mit. Jetzt ist die Außen ein bisschen offen. Aber haben ihn schön gedoppelt hier und haben wir wieder das Bällchen. Thomas Müller. Da müssen wir mal ein bisschen langsamer machen. Xabi Alonso. Nehmen wir hier nochmal einen über die Seite mit. Kommt leider der Klischee mit dazwischen. Xabi Alonso steht. Da müssen wir gucken, dass er genau nicht diesen Lob bringt, obwohl das Schweinsteiger richtig klasse macht. Ich dachte, er lässt ihn laufen, aber er hat ihn nicht laufen lassen und das war sehr, sehr stark. Thomas Müller, schön mit dem Roulette am Gegner vorbei. Ah, jetzt wollte ich schon einen Berberspin machen. Fuck, da bin ich jetzt total aus dem Tritt gekommen. Aber das kann er ja gar nicht. Er hat ja leider nur 3 Sterne. Mata, schön Alonso. Der Kämpfer hier, Alonso und Noma. Oh, richtig stark. Alonso hat mir sonst auch in anderen Teams schon immer gefallen. Also, falls ihr den noch nicht gespielt habt, falls ihr euch vielleicht gedacht habt, oh, der ist zu langsam hier, genau wie der jetzt zu schnell ist, der Herr Sturridge nämlich, kam ich nicht mehr hinterher. Alonso ist richtig stark. Das war jetzt sehr ärgerlich, aber ich kam mit keinem mehr hinterher. Ich habe erst überlegt, soll ich auf den Außenverteidiger wechseln, war aber auch nur der Fips. Und du kommst hier in der Sturridge nicht mehr her, wenn dieser Pass hier einmal gespielt ist. Ärgerlich. Naja, was willst du mal? 1:1 hier. Ich muss auch sagen, man hat, glaube ich, gleich am Anfang schon gesehen, der Gegner hier ist nicht auf den Kopf gefallen. Der spielt hier keinen schlechten Spielstil. So. Und natürlich, ja, das Gefährlichste, was bei ihm rumläuft, ist definitiv Daniel Sturridge. Der Kerl ist einfach abnormal OP. Ist, ja, wenn es um günstige Stürmer geht, meiner Meinung nach ganz klar der Beste, den du aufstellen kannst für diesen Preis. Beziehungsweise das Ding ist ja, der kann halt auch mit den ganz teuren mithalten. Das ist halt das Krasse. Oh, was? Benatia? Ich wollte gerade sagen, was macht Benatia da bitte? Und auch noch im Abseits. Anscheinend habe ich da irgendwie mir was mitgezogen.
So, hier vorne wieder Robert Lewandowski. Nimmt den Ball hier gut mit. Schade, Ram Ramirez startet von hinten in uns rein. Ja, Sturridge haben wir aber. Und schon wieder Alonso. Aber das ist schon wieder Benatia. Ey, was macht Benatia die ganze Zeit im Mittelfeld bzw. Sturm? Das hätte ich ganz gerne, wenn sich das ändert. Ich meine, ich ziehe mir natürlich ganz gern mal einen Verteidiger auch auf die ZDM-Position. Lukaku will die Flanke bringen. Alaba, ich... Oh mein Gott! Hart, 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 hart. Ich habe keine Ahnung, was Alaba da macht. Er dreht sich vom Ball weg. Ich weiß nicht, was das ist. Er kann den Ball ganz normal wegköpfen oder sonst irgendwas. Er springt aber irgendwie mit der Brust vor dem Ball. Und ja, mehr muss ich zu diesem Gegentor jetzt nicht sagen. Kommt halt der Ball direkt wieder zum Gegner. Oh, ist das ärgerlich. Aber hier vorne Lewandowski. Komm, Lewa. Ja, 2-2. Boah, meine Fresse. Sowas pisst einfach nur an. Was das schon wieder für ein Gegentor war da eben. Weil Alaba steht ja perfekt. Er kann den Ball einfach nur wegköpfen. Macht er aber nicht. Thomas Müller. Rennen wir einfach mal. Na gut. Das geht mit ihm leider nicht ganz so gut. Wie mit dem Arjen Robben oder sowas. Oder mit Messi. Lewa, schön hinten den Ball geholt. Ah, jetzt ist er aber gleich wieder beim Gegner. Xabi Alonso hier gut wieder das Beinchen reingestellt. Na, und er kommt natürlich wieder an den Ball. Ich muss jetzt aufhören zu tilten, aber kann ich nicht. In dem Spiel passieren schon wieder echt seltsame Dinge. So. Ribéry. Und jetzt können wir da vorne durchstecken. Ist zwar Xabi Alonso, aber scheißegal, wenn er einen Körper pusht. Ja, Vertonghen ist zu schnell hier für Xabi gewesen. Schön hier vom Tommy Müller wieder den Ball abgelaufen. Hier Dichte machen. Marta. Marta will auch mal ein bisschen rennen. Und schon wieder Alonso. Alonso bis jetzt, ja gut, mit Lewandowski natürlich, weil der zwei Butzen gemacht hat. So ziemlich der Allerbeste im Team. Ah! Ich hoffe, das ist kein Abseits. Ist es Abseits. Wenn er den, als ob das von diesem Drecksspiel geplant ist. Jetzt mal ganz im Ernst. Habt ihr das gesehen von Müller? Der rödelt so lange mit dem Ball rum, bis es dann abseits ist. Ich habe natürlich sofort den Lobpass gedrückt, weil Müller da vorne perfekt, oder nee, Ribéry war es, glaube ich. Stimmt, Müller hat ja den Pass gespielt. Weil Ribéry perfekt da durchgestartet war. Und ja, was dann passiert ist, ihr habt es gesehen. Er rödelt so lange mit dem Ball rum, der Müller, bis es abseits ist. So, Arjen Robben. Ziehen wir mal ein bisschen in die Mitte. So, hier nochmal einen weiter. Nochmal einen vorne auf dem Arjen. So, Arjen. Nimmt den Roulette, zieht an der Außen vorbei, Arjen Robben und der lässt sich nicht vom Ball. Alter, richtig stark. Ich als Gegner hätte mich jetzt wieder krass aufgeregt, weil hier habe ich eigentlich schon einmal den Ball verloren. Aber Arjen pusht sich durch alles durch und macht dann ja, eine Traumputze. So, also ja, so alles zusammengenommen. Ne? Musst du auch erstmal machen, den Abschluss. Ja, Arjen richtig stark hier wieder. Lass mal einen Ball durch, Lewa. Richtig stark von Lewandowski hier. Stellt nochmal einen Körper dazwischen. Lewandowski. Lewandowski. Fackelt fast den Tschech mit Ball ins Tor. Ja, Einzelspitze Lewer. Vielleicht könnte das doch nochmal werden zwischen uns beiden. So, und da können wir vielleicht... Nein, ich... Oh, Fips Lahm. Fips Lahm. Oh, ihr wisst es. Fips und ich, das ist so eine Longshot-Geschichte zwischen uns beiden. Das hätte jetzt gleich wieder werden können. Hüpp. Immer wenn ich den Fips in so wichtigen Spielen spiele, macht er einen Longshot rein. Schade, Skulpturen hier vom Lewandowski. Schweini gut den Ball abgelaufen. Leider kommt der Ball natürlich postwendend zum Gegner wieder. So, Ram Ramirez. Schweini ist auf dem im Rückwärtsgang. Hier rennt Ramirez einfach nur. Aber Alaba kommt Gott sei Dank mit. So, hier nochmal einen nach vorne. Tommy Müller, hier nehmen wir uns nochmal mit. Lewandowski hier nochmal raus auf den Franck. Oh, das hättest du jetzt nochmal laufen lassen können. Was eine erste Halbzeit hier gegen den Gegner. Er hat einen Schuss aufs Tor, aber halt einfach zwei Tore. Die Führung ist meiner Meinung nach ziemlich klar verdient für uns, weil unsere Tore komplett alle, ja, durch eine Chance entstanden sind. Ich meine, das mit Robben, okay, aber trotzdem muss man ja gucken. Vorher stand ich ja mit dem Robben auch frei vom Tor in der Situation. Er kam halt dann nur nochmal dazwischen, aber es war ja schon eine Chance.
Aber was beim Gegner da schon wieder rauskam aus, naja, Dingen, ist dann schon hart. So, Tommy Müller. Ah, stopp! Fast den Wechsel verrafft, aber ich meine, 3 Minuten, das dürfte jetzt nicht schlimm sein. So, Götze rein und Bernard rein. So. Okay, jetzt drückt ihr hier weiter. Bringen wir das Ding nochmal auf die Außen. Arjen Robben gegen Eden Hazard. Ah, renn, 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 renn. Haben wir noch nicht, immer noch nicht. Romelu Lukaku, der wartet jetzt oder der rennt auch. Schön vom Franck. Da steht jetzt natürlich keiner, weil da der Franck normalerweise steht. Haben wir? Nein! Das war ein Emotionsschrei, wie er da mit Marder schon wieder durchgekommen ist. Unglaublich. So, jetzt können wir uns da vorne einen Arjen Robben mitnehmen. Und ziehen wir schöner in. Arjen Robben. Ah, oh mein Gott. Hätte ich einen Finesse rausholen sollen, weil Finessen kann Robben auf jeden Fall. Aber der Vollspann, der war jetzt nicht so ganz der Hammer. So, Wechsel sind vollzogen. Hüp, Pummelfee. Starke erste Aktion. Und das sollte natürlich nicht passieren. Ich wollte Schusstäuschung bei Ballannahme machen. Ich denke, weil der Ball so halb hoch kam, hat das dann doch nicht geklappt. Schön, Schabi. Schabi ist echt stark. Komm, spiel den Ball gleich weiter. Schweini. Oh, was für ein Pass. Da hätte er vielleicht mal hingucken sollen, bevor er den Pass da spielt. Hat der Gegner auch nochmal gewechselt? Ich weiß nicht. Oh, da vorne die Pummelfee. Schade. Der Laufweg vom Götze war richtig nice. Er wollte unbedingt in die Spitze starten. Lever nicht so unbedingt. Und ja, deswegen habe ich es in dieser Situation versucht. Mata ist eigentlich auch nicht der Schnellste, aber kommt einem trotzdem vor, als hätte der ein paar 80 Pace. Ja gut, Willian müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Der ist nämlich schnell. Ich sehe hier gar keinen Ball mehr. Komm, einen nochmal weiter. Schweini, bringst du nochmal nach außen. Jupp. Arjen, ja, kommen wir aber hier nicht durch. Müssen wir hier nochmal in die Spitze spielen. Lever muss ich da ein bisschen mehr anbieten. Das war klar, dass dieser Chip kommt. Vorne ist Diego Costa, aber im Abseits, Gott sei Dank. Eieiei, das hier wird noch eine harte Partie. Ich muss endlich hier 4-2 noch drauflegen. Ich muss mir wen ranholen hier. Lever rennt bis ganz nach hinten. Ich weiß nicht warum, aber das passiert des Öfteren. Ich weiß, wie gesagt, aber nicht warum. So, schade. Hätte ich den Lob hier durchbekommen, wäre der Götze eventuell frei durch gewesen. Storage hier. Rame Ramirez. Schön. Bah. Bernard, komm, push dich. Ach, faul, komm mir doch auf, ey. Wo ist denn das ein Faul? Meine Fresse. Ja, sehr schön. Gut gemacht, Kollege. So, Bernard hier am Bällchen. Wir versuchen mal vorne Lewandowski anzuspielen. Kommt leider überhaupt nicht zu ihm. Gut, ich weiß jetzt nicht, was Bernard in FIFA für Passwerte hat. Wahrscheinlich nicht die allerbesten. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Konnten wir Sturridge gut Dichte machen. Oh, was ein Dreckspass schon wieder. Komm, hier zwischengehen. So, aufpassen, dass er hier keinen Lob bringt. Mata. Bringt er hier flach? Zabaleta. Boateng stark gemacht. Musste ich hier einen halben Controller auseinandernehmen. Sonst hätte ich die Grätsche nicht mehr hinbekommen. Ja, stark gemacht von Götze, aber Lewandowski lässt sich einfach nicht anwählen. Oh mein Gott, das wird hier noch ein Spielchen, Jungs, das kann ich euch sagen. Gegner dreht auch in der zweiten Hälfte hier ein bisschen auf. Muss man mal so sagen. Ich denke jetzt mal nicht unbedingt, dass es an seiner Costa-Einwechslung lag. Na komm. Ja, Berberspin vom Robben. Robben immer noch am Ball. Scheiße, aber haben wir noch. Komm. Da lässt er sich alles nicht anwählen. Der Schweinsteiger. Aber kam ja dann doch noch am Ball. Müssen wir hier drüben Dichte machen. So, ich muss hier ein. Oh fuck, ey, der ist zu schnell. Ha! Ja, da ist er für sich selber anscheinend zu schnell gewesen. Legt ihn hier nochmal ab nach hinten. Costa, Lahm, Mata. Mach den Ball weg! Ein ganz, ganz intensives Spiel haben wir hier.
Er chippt jetzt auch einen nach dem anderen nach vorne. So, schmeiß mal erstmal hier rüber. Bernard. Ja, Xabi Alonso. Schweini. Götze. So, da. Ja, vielleicht fehlt mir jetzt auch ein bisschen. Fuck! Der Druck mit einem Thomas Müller, der natürlich aus seinem ZOM auch mal mit nach hinten rückt. Das macht Götze natürlich eher nicht. Also es gibt natürlich je nach Spiel verschiedene Typen, die dann gerade mal besser passen. Und ich glaube, in dem Spiel war Müller echt stark, weil er halt auch mal hinten den Ball abgerannt hat. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, er kommt nicht zur Flanke. Kommt er nicht. Bernard. Bernard. Oh mein Gott. Bernard, nochmal danke. So. So richtig nach vorne kriege ich nichts mehr auf die Kante. Schweini ist natürlich zu langsam. Vertonghen verfolgt uns über einen kompletten Platz. Xabi Alonso. So, Götze. Nehmen wir hier nochmal einen rüber. Nochmal einen rüber. Jetzt können wir hier vorne Xabi Alonso durchstecken. Oh, da kann ich gehen. Da muss ich gehen. Das war mal eine gute Kombi. Mal nicht zu überhastet gespielt. Da kann ich mit Xabi Alonso aufs Tor zugehen. Hier sieht man es nochmal. Es ist nur noch hinter mir. Wer vor mir gar keiner mehr. Da muss ich einfach laufen. Habe ich aber nicht gemacht. Oh, 90. Ja, das war wirklich ein so intensives Spiel. Da kriegst du auch nicht mit in solchen Spielen, welche Minute gerade ist. Spiel zu Ende? Nee, noch eine Ecke. Xabi Alonso. Lewandowski. Uiuiuiui. Lewandowski pflanzt das Ding hier rein. In den Winkel oder so. Ja, genau im Winkel. Robert Lewandowski, 90. Gut, das Spiel ist durch. Zweite Halbzeit hatte ich echt Schiss. Da hat er echt nochmal richtig aufgedreht, muss ich zugeben. Übertriebenste Chancen jetzt vielleicht nicht, außer das Ding von Mata war es, glaube ich. Aber er hat allgemein ganz gut aufgedreht. Nein! Puh. Und das ist jetzt noch eine Chance. Gut, das war wieder die standardmäßige Messe, kann ich aufhören zu labern, Chance. Aber das Spiel ist zu Ende. Selbst wenn er das Ding jetzt noch gemacht hätte, noch eins hätte er nicht gemacht. Und ja, somit haben die Bayern ihr Spiel dann auch gewonnen. Ich glaube, Hattrick, Lewandowski und Robben, noch eine Butze. War ein starker Gegner, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also ich finde, er hat wirklich stark gespielt. Vor allem auch stark verteidigt. Und ja, bin ich ganz glücklich drum, dass das hier so geklappt hat. Lever 3 Butzen, Robben 1. Torvorlagen gab es von Ribéry, Alonso und vielleicht von dem ausgewechselten Herrn. Nee, keine Ahnung, von wem die anderen 2 kamen. Naja. Ist ja auch egal. Schüsse. Ja, es hat eigentlich nur Lewandowski geschossen. Pässe. Ja, okay. Okay, okay, okay. So, gut. Statistikmäßig sind wir auch vorne. Aber es war echt ein hartes Spiel hier für die Jungs aus München. Und ja, ich würde mal sagen, die Bayern haben es geschafft. Bayern ist jetzt also auch rum. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass wir das Best-of-Team stellen. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir dann weitermachen. Ob wir direkt die nächste Liga nehmen oder vielleicht erstmal sowas machen mit den Team of the Years oder mit den Legenden. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Das machen wir mal so ein bisschen spontan, beziehungsweise nicht spontan. Ich werde euch, denke ich, mal fragen, auf was ihr so eher Bock habt. Und ja, dann gucken wir mal. Aber die Bundesliga ist ja jetzt, wie gesagt, zu 98% erfolgreich abgeschlossen worden. So, dann nehmen wir uns nochmal mit. Rest kann weg. Und dann ziehen wir uns zum Abschluss nochmal ein Päckchen. Und dann sind wir raus. Und da ist jetzt nochmal Ronaldo in Gold drinne. Bitte. Ja? Nee, es ist der andere Vargas noch. Die Vargasses mögen mich. Okay, ich ziehe doch noch ein Pack. So, aber dann bin ich wahrscheinlich doch raus. Naja, die Packsucht. Luis Gustavo. Oh, den können wir mal wieder in den Verein packen. Habe jetzt neulich ja gemerkt, dass ich keinen mehr im Verein hatte. Obwohl man den ab und an mal braucht. Guter Junge. Okay, komm, weil wir jetzt noch einen schönen Luis Gustavo mitgenommen haben, ziehe ich noch ein Pack. So, überspringen. Da Schaka. Starker Mann. Haben wir auch erst in der Clubtour kennengelernt, den Herrn. Hat sehr, sehr solide gespielt, obwohl er eigentlich total beschissene Stats hat, wenn man ehrlich ist. Antonio Valencia, Junge. Heftiger Kerl. So, den siehst du auch überhaupt nicht. Schmeißen wir mal weg. Und dann ziehen wir jetzt wirklich das letzte Päckchen.
So, und dann sind wir raus mit dem Alderweireld. Ist das der Alderweireld? Ich weiß gar nicht. Nee, eher nicht, oder? Ist das Griezmann? Ach, keine Ahnung. So, nehmen wir den hier nochmal mit. Nochmal einen Hawk. Piatti und Rafa. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Können wir wegschmeißen. Und ja, somit würde ich sagen, sind wir durch. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.